Ja, heute Vergaseraustausch beim GX160 Motor, der hier in meinem F560 Honda Einachser verbaut ist. Der Motor läuft in niedrigen Drehzahlen nicht mehr ganz rund und geht, sobald man den Choke rausnimmt, sofort aus, wie ihr hier jetzt auch im Video seht. Und das schließt sich wohl auf eine Vergaserverschmutzung zu, und so habe ich mir jetzt im Internet einen für schlappe 15 € neu bestellt. Und ja, viel Spaß. Vergaser ranzukommen, müssen wir natürlich das Luftfiltergehäuse abbauen. Somit könnt ihr einfach oben die Klappe aufschrauben und die Schraube direkt, die über dem Luftfilterkasten sitzt. Klammer einmal fest zusammendrücken und so könnt ihr das obere Gehäuse so abziehen. Um den restlichen Teil samt Luftfilter abnehmen zu können, einmal die beiden M10 Sechskantschrauben im unteren Bereich lösen. Nun mit ein bisschen Gefühl das Luftfiltergehäuse langsam herausschieben. Dabei kann es sein, dass es etwas hakt, und ihr könnt einfach den Kraftstoffhahnaufstellung on stellen. Somit passt er auch perfekt durch die restlichen Öffnungen des Luftfiltergehäuses. Und anschließend könnt ihr gleich die Dichtung vom Luftfiltergehäuse zum Vergaser herausnehmen. Den Kraftstoffschlauch mittels einer Spitzhacke oder Rohrzange den Draht einmal nach links umbiegen, somit lässt sich der Schlauch leicht entnehmen. Ja, wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr direkt einen Schlauchstopfen parat habt, oder wie in meinem Fall ein alter Imbus, der tut es dann auch, um den weiteren Kraftstofffluss zu blockieren. Nun haben wir es fast geschafft. Jetzt muss noch die Drosselklappenrückholfeder und der Drosselklappenverbinder ausgebaut werden. Dabei mit einer Zange einfach leicht anheben und aushaken. Da ist natürlich sonst noch eine Dichtung zwischen. Die habe ich jetzt in meinem Fall vor einigen Tagen schon ausgebaut, weil die war komplett zersetzt. Und die musste auf jeden Fall neu, und die musste ich da auch richtig abkratzen mit einem kleinen Spachtel. Ja, da wo ihr jetzt die Dichtung abgezogen hattet, da reinige ich jetzt nochmal alles mit Bremsenreiniger. Neue Dichtung drauf. Hier ist der neue Vergaser. Ihr könnt eigentlich zum Vergaser anschließen gar nichts falsch machen. Einfach den Vergaser auf die neue Dichtung schieben. Der Kraftstoffanschluss muss nach oben zeigen. Das ist dieses kleine goldene Teil. Und da kommt jetzt auch gleich der Kraftstoffschlauch wieder drauf. Ja, wie gesagt, ein bisschen Kleerei mit der ganzen Sache, weil die Suppe da mal rausläuft. Ah, stellt euch da einfach was drunter, was das aufsaugen kann, und dann passt das schon. Ja, ich hoffe, man kann es so ein bisschen erkennen auf dem Video. Jetzt auf jeden Fall wieder den Drosselklappenverbinder drauf. Und dann auch wieder die Drosselklappenrückholfeder. Ja, die Hauptdichtung zum Luftfiltergehäuse ist auf jeden Fall auch schon ein bisschen angegriffen. Aber bei dem Set war jetzt auch noch eine neue Dichtung dafür dabei, die ich einfach darunter schiebe. Zum Rest brauche ich, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Das ist ja eigentlich nur der Rückbau. Wichtig ist halt nochmal, dass man die Schrauben vom Luftfiltergehäuse ordentlich anzieht, dass da keine Falschluft ziehen kann. Und ansonsten, ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß und kriegt eure Maschine wieder fit. Und ja, das Ergebnis seht ihr ja gleich. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.